Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt die BGA 200kW an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Castor/LSC, also LS Mod Company. Version 1.0 gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One. Findet ihr in der Kategorie platzierbare Objekte und dann diverses. Und hier haben wir das gute Stück Castor Incorporated BGA 200kW. Für 1,5 Millionen Euro in der Anschaffung, 100 Euro Unterhaltskosten. Am Tag kompakte 200kW BGA-Anlage für mittlere bis große Betriebe gedacht. Verwerten sie ihre Silage sowie auch tierische Hinterlassenschaften. Jawohl, simple Sache. Das Ganze gibt es auch nochmal als BGA 100kW-Variante, also sprich eine Variante kleiner. Verlinken wir euch beim Downloaden bei unserer Seite einfach mit unten drunter. Ist das gleiche Prinzip, halt nur mit weniger Füllvolumen, also mit weniger Kapazität und so weiter und so fort. So, schauen wir uns das gute Stück an. So sieht's aus. Gehen einmal kurz hier rein. Zack, zack. Und dann sehen wir schon hier, ich habe schon mal was vorbereitet, das arbeitet schon mal so halbwegs. So sieht das gute Stück aus. Ihr braucht ein bisschen Platz dafür, wie ihr sehen könnt. Aber schöne BGA, schön kompakt. Erstmal entweder Förderband oder Radlader oder Rampe nutzen, also einfach über den Hänger abkippen, geht halt nicht. Besonders hier, oder das Besondere hier an der BGA ist, wir können Silage, Stroh, Gras und Mist mit reinfüllen. Das Ganze ist auch Manual-System. Für einen PC möglich, also sprich das Gülle-System von Wabster. Könnt ihr hiermit verwenden, was man hier an den Anschlüssen und Co. erkennen kann. Es geht allerdings auch ohne, ganz klar. Ansonsten halt hier, Gärkammern etc. etc. kennt man. Brauchen wir uns nicht lange dran aufzuhalten, sieht toppy aus, kann man nichts beanstanden. So, ansonsten habe ich da schon mal was vorbereitet. Ich habe einfach mal hier ein bisschen Mist hingekippt und natürlich gleichzeitig auch hier Förderbandsystem, um das Ganze hier mit aufzuladen, ganz klar. Das funktioniert natürlich auch, simple Sache. Ihr seht aber auch hier, das Ganze läuft ohne Global Company Unterstützung. Heißt im Umkehrschluss, wir haben zwar hier, hoppala, wir haben zwar hier eine digitale Anzeige, die uns sagt, okay, wie viel ist gerade drin. Maximal 80.000 Liter passen hier mit einmal rein. Verbrauch pro Stunde 12 Liter. Sollte auch noch mit erwähnt worden sein. Unterhaltskosten habe ich dementsprechend schon gesagt. Und gut für die, die sich vielleicht noch interessieren, 63 mal 48 Meter. Ja. Und hier haben wir dann einmal den Auswurf für die Gäreste am Ende des Tages, was das hier auch rauskommt. Wir lassen das Ganze jetzt aber erstmal hier ein bisschen auffüllen. Ihr seht, wir haben gerade mal so 7000 Liter drin. Wir spulen dann das Ganze mal vor. Ihr schaut mal auf den Kontostand. 82.847.400. Und dann rattern wir jetzt einfach mal hier durch. Der verbraucht jetzt natürlich schneller das Ganze wie hier unsere Zeit. Warte mal, machen wir mal auf 6 Uhr, dass wir hier nicht so weit rauskommen. Das geht nur so halbwegs. Ne, ihr seht, wir befinden uns immer mehr oder weniger hier mit an der Grenze. So viel zum Verarbeiten hat er da nicht. Weil die Förderbänder relativ langsam sind. Und ihr seht, wir haben hier oben weiterhin das gleiche Geld. Also sprich, uns wird hier in dem Falle erstmal kein Geld mit zugesprochen. Wenn ich jetzt einmal hier reingehe und dann einmal mit meinem wunderschönen Tank hier runterfahre zur Ablasestation und drücke einmal R, dann seht ihr, können wir hier 2863 Liter Gärrest rausholen. Die können wir auch stinknormal überfüllen. Ohne Probleme, seht ihr auch hier, kriegen wir am Ende des Tages unsere Gärreste raus. Und mit den Gärresten können wir dann wiederum unsere Felder bedüngen. Gibt es das Wort überhaupt? Ich glaube nicht, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ne? Düngen halt einfach. Ja, simple Sache, halt eine BGA, die in dem Sinne kein Geld verbrennt. Also nicht verbrennt, sondern erzeugt, eher gesagt. Na, also, das ist alles hier relativ simpel. Wir spulen hier gerne noch mal ein bisschen vor. Ihr seht, der Kontostand bleibt mit gleich. Gehen wir noch einmal mit über Mitternacht drüber. Soweit habe ich da nämlich noch gar nicht gespult. In meinen Augen gibt's da, oder ist das aber eher darauf ausgelegt, dass wir einmal die Gärreste daraus bekommen. So, wir sehen 82.847, zack, doch Einnahmen BGA, 8.122 haben wir reinbekommen, wird also dementsprechend einmal pro Tag auch abgerechnet, aber halt nicht pro Stunde, sondern halt dementsprechend pro Tag, ist ja glaube ich auch LS19 Standard gewesen, ne? Er wurde dann ja im Vergleich zum 17er umgestellt, aber ihr seht, Gärreste sind trotzdem noch mit drin.
Ja, mehr gibt es dazu in dem Falle nichts zu sagen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Gowski.